Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Heute gibt's wieder spezielle Sachen aus dem Internet, die schon seit 3 bis 4 Jahren bekannt sind. Ja, heute geht es nämlich um... Moment, ich muss mir das Mikro ein Stückchen weglehnen. Ja, damit ihr mein schönes T-Shirt sehen könnt, was ich schon vor Jahrzehnten gemacht habe. Whore Promotion. Das Whore Promotion T-Shirt. Und da gab's auch noch dieses geile Tanktop. Whore Promotion Tanktop. Tanktop. So, egal, gibt's nicht zu kaufen, es ist Unikat. Und erstmal hallo, wir starten ja hier auf Pixel. Heute gibt's Feuer am Herd. Heute muss die Feuerwehr ausrücken, oder? Ich weiß ja nicht. Was geht bei dir? Also müssen wir jetzt erstmal ein kleines Lagerfeuer aufdimmen, anfächern, nee, Das heißt ja angefächert, angefochten. Worte ist ja schon über die ganzen Jahre. Es geht nämlich um More Nutrition. Wir haben ja da schon sehr viele Sachen auch drüber berichtet. Der ein oder andere Zuschauer erinnert sich ja bestimmt so daran. Ich habe jetzt mal hier so eine Auflistung noch gehabt, wann das so losging. Also 2019, da gab es nämlich von uns auch ein Video Tobias Rohde und Mr. Rosenberg Real Talk über More Nutrition. Da hat man schon so gehört, was so da in der Szene da, was da schon so, also das ist von 2019, vom 9.7. Ja, da haben wir schon drüber gemacht, so gequatscht gehabt. 2021 gab es hier Melatonin für Kinder. Ah, da war auch Christian Wolf da sehr stark beteiligt. Und so andere kleine Sachen. Moment, ich muss noch das von, da hatte ich noch was gehabt von der Nina Richter. Da hieß die Folge Nina Richter und der böse Wolf am Rummohren. Also im Rumoren. Ich habe da More Nutrition extra nicht reingeschrieben, weil man ja weiß, die haben sehr viel Manpower, was das betrifft, vor allem Leute klein zu halten. Mittlerweile kann man das ja sagen. Hat man ja gesehen, was so auf Instagram und überall los ist. Das war auch von 2021 und da wurde Nina auch verklagt. Und da hat sich auch kaum jemand drum gekümmert. Hier was mit More und so war. Da hatten wir auch schon, waren wir ja auch schon live dabei. Deswegen diese ganze Thematik mit More Nutrition haben wir seit, keine Ahnung, seitdem Wolf das gegründet hat, schon verfolgt. Oder immer mal drüber geredet gehabt. Moment, komm hier. Ach ja, dann hatten wir dieses, dann gab es ein Video von dem netten Herrn da in der Mitte. Das ist von Garnikus. Könnt ihr ja gerne mal fragen, warum das Video offline überhaupt ist und was es eigentlich für Gründe hatte. Warum er das offline genommen hat. Matthias Clemens versus Christian Wolf, das Live-Battle. Vielleicht gebe es auch einfach frei. Es ist gerade auf nicht gelistet bei mir. Ich habe das auf Nachfrage von internen Leuten, habe ich das einfach mal hochgeladen, letztes Jahr im Oktober. Und habe es dann geschickt, ein, zwei Leuten geschickt, hat schon 130 Aufrufe, obwohl es nicht gelistet ist. Okay, weil das Thema war halt sehr entspannt. In dem Video geht es halt darum, dann sieht man halt den Christian, wie er irgendwie in so einer Akte erfindet. Und hier sieht man Matthias Clemens, der ja schon seit Tag 1 so erzählt auf Instagram, also über das ist der Sec Plus Besitzer. Gründer, wer ihn jetzt nicht kennt, aber wer uns schon schaut, weiß, wer, ja, weiß, müsste eigentlich wissen, wer Matthias Clemens ist. Wir haben ja schon länger nicht mehr drüber berichtet, da wir uns ja auch den Spaß-Content widmen. Es ist halt auch anstrengend, immer die ganzen Stories mit diesen ganzen Dramen und den Diven da sich anzuschauen. Vielleicht gibt es freies 1 Stunde 30, das Video, ja, wurde bei Garnikus hochgeladen, also auch so ein netter Mensch, würde ich sagen. Und wir gehen einfach mal. Wir gehen einfach mal kurz rein. More Nutrition, weil der Herr Böhmermann hat da auch jetzt drüber berichtet. More Nutrition, harmloser Hype oder bedenklicher Boom. Wir wissen ja, was da alles so gelaufen ist. Aber ich bin echt froh, langsam, also ich bin wirklich froh darüber, dass jetzt die großen Medien das auch endlich mal aufgegriffen haben. Jetzt kann ich endlich meiner Schwägerin schicken, guck dir mal bitte das vom Böhmermann an, guck dir mal das Video vom Steuerung F an und. Was ich schon seit Jahren ihr sage. Und es ist einfach gegen Windmühlen anzuwieseln. Es ist einfach anstrengend. Würdest du was von More jetzt noch kaufen nach den ganzen Sachen, die jetzt im Internet hausieren? Natürlich nicht. Also. Aber ja, Pixel, also, pass. Ja. Nee, red ruhig aus. Ich will dir aber auch mal zu Wort kommen lassen. Jetzt bin ich raus. Aber ich möchte ja keinen Durchfall haben, also nein. Nein, das kriegst du davon ja nicht. Also die Zutaten in deutschen Produkten, die sind ja nicht zum. Also die sind ja gut. Also nichts Minderwertiges. Es geht ja jetzt nur um die Werbung und die Machenschaft, was da so passiert ist.
Ja, ich spiele ja nur auf die Durchfall-Muffins an, die Muffins zum Abnehmen. Durchfall? Die wir mal hatten. Oh, ich weiß gar nicht, ob das Durchfall-Muffins waren. Ich glaube, Pixel hat es gerade aus dem Internet gelegt. Okay, er ist wieder da. Sind Sie wieder da mit Ihren Muffins? Hat es Ihre Leitung durchfallen lassen? Waren die Muffins, ja. Lagen die Muffins zu schwer in der Leitung? Hat es die Leitung überbogen, überspannt? Gab es da eine Überspannungs-Muffin-Nichtschutz? Ich glaube, die Muffins haben Verstopfung ausgelöst. Ich glaube, die Muffins haben die Leitung gerade verstopft. Ja, das kann gut passieren. Das kann mir mal vorkommen. Das passiert dem besten Bäcker. Und was ich noch sagen wollte, erinnerst du dich an Oliver Pocher? Ja. Der wird ja auch von allen gedroschen und so. Er hat aber auch, mit vielen hat er auch recht, weil er einfach sagt, so sieht's aus, komm hier, raus damit. Der war ja auch mit Wolf, das war zu Corona-Zeit, hat er ja auch immer ein, zwei, glaube ich, Videos gemacht. Oder Livestreams oder auf Instagram, ich weiß es jetzt auch nicht mehr so, und hat ja auch mit denen connected. Aber was ich beim Pocher sagen muss, der hat dann, wo er das mit den Flutopfern kam, gesagt, was macht denn da der Christian Wolf für Werbung? Der will dir nicht den Flutopfern helfen, der will sich vermarkten und gut als Samariter darstellen. Sind auch kaum Leute drauf angesprungen. Da hat der Pocher, muss ich sagen, jo, war schon gut, dass er darüber geredet hat, aber hat halt auch keine Wertschätzung. Ich weiß nicht, ob der in irgendwelchen Berichten jetzt nochmal auftaucht. An erster Stelle müsste halt wirklich Matthias Clemens für alles auftauchen. Selbst ein Daniel Pucke müsste auch gewertschätzt werden. Ich weiß nicht, ob die das hier alles irgendwie drin haben. Ich glaub's nicht. Falls ja, wär's cool. Dann gab's noch letztens den Julian Zietlow, der dann zurückkam, der es ja auch nochmal angefächert hat. Also es sind sehr viele Themen, die Wolf hat eigentlich selber sein Mornutrition beendet. Er hat es gegründet und selber beendet, weil die ganzen Medien greifen ja jetzt More nur an aufgrund von Christian Wolf. So, das ist eigentlich das Grundgebende, was man, ja, das ist eigentlich der Punkt. Und die ganzen Jahre haben sie halt zugeschaut. Ey, du weißt gar nicht, was ich im Hintergrund die letzten Jahre an Medien geschickt habe. Instagram-Stories, was ich für Ordner hatte. Feinstes Story-Met. Hypothetisch gesehen hatte ich das natürlich, hypothetisch. Ja, also man geht da hypothetisch davon aus, dass ich das zugeschickt hatte. Und habe mir auch gedacht, das gibt's doch gar nicht. Gucken sich die sich das nicht an oder was muss denn noch passieren im Internet? Und mittlerweile, ja, bin ich echt froh. Wir gucken uns jetzt noch ein, zwei Sachen an, weil die uns schauen, wissen ja, was mit Mornutrition, was da so über die ganzen Jahre abgegangen ist. Ich bin auch dieses Thema leid, deswegen haben wir uns ja auch von diesen ganzen Fitness so mittlerweile immer mal entfernt, gucken uns immer mal so Sachen so Sneak Peek-mäßig an. Aber die ganze Szene ist einfach nur verhort. Verhor-promotioned. Ich frag mich, was jetzt mit den Investoren ist, ob die jetzt abspringen oder. Ich weiß nicht, wie die da rauskommen. Ich meine, der Ruf ist ja komplett zerschlagen jetzt, auch von More Nutrition, Entschuldigung. Dieses Wortspiel ist aber auch schön. Aber pass auf, Pixel, ich hoffe einfach nur, dass die Leute, die das jetzt gekauft haben, aufwachen und sagen, hey, scheiße, ich bin drauf reingefallen. Okay, ich habe jetzt draus gelernt. Aber ich glaube, es wird wieder so abgehen, ja, jetzt hier, die haben uns verarscht und jetzt wird eine weitere Hetze veranstaltet. Wie die Menschen halt so sind. Sie können halt nicht zugeben, dass sie Scheiße gebaut haben. Jetzt fühlen sie sich alle noch betroffen und feuern das jetzt noch weiter an, obwohl die Sau schon am Boden liegt. So ist das Internet. Oh Mann. Also wer da gekauft hat, der hat es auch verdient. Unreflektiert. Ich hatte ja auch in meinem Kreis, hatte ich ja auch Leute, eine Person, die da auch gekauft hat. Ja, ich das auch ein, zwei Mal gesagt habe. Auch Sachen geschickt hatte, auch mit der Nina hier, diese 30 Minuten, wo wir drüber reden, was da so abgegangen ist. Aber es wurde ja trotzdem gekauft, weil man will ja abnehmen und sieht nach anderthalb, zwei, drei Jahren immer noch so aus wie vor anderthalb, zwei, drei Jahren. Und dass die Produkte gewissermaßen, egal was man da für Abnehmprodukte, auch den Heißhunger verstärken und man in eine Spirale geht, wenn man die Produkte dann nicht mehr nimmt und dann andere Sachen dann mehr futtert und sich dann und dann wieder zunimmt und sagt, hey komm, die Produkte waren, habe ich nicht so viel gewogen, nehme ich die wieder. Ja. Es ist halt ein Kreislauf des Tötens. So. Wollen wir einfach mal, ich habe jetzt einfach mal spontan hier von Böhmermann, Mornutrition, nur einen Ausschnitt. Ich habe das mir jetzt nicht angeschaut, da wir ja
Ich kenne es ja, ich weiß ja, was da alles passiert ist. Und ich glaube, man braucht keine weitere Aufarbeitung. Die haben das gesagt, der hat das, diese ganzen Reaction-Scheiße, dafür sind wir ja jetzt ja nicht da. Also, wir machen das ja immer auch auf Satire, auf lustige Art und Weise. Und wir gehen jetzt rein. Strategie eigentlich durch. Ist das überhaupt legal? Und wenn ja, warum löscht More Nutrition dann ihre Werbung, wenn man mal ein bisschen nachfragt? Aber vor allen Dingen, wie nur schafft es More Nutrition, herzensgute, authentische Promis wie Stefano Zarella, Carmen Geis oder Rezo für ihre Masche zu gewinnen? Ja, wie schafft sie das? Wie schaffen die das? Weil alle drei keine Ahnung vom Sport haben. Fertig. Ganz einfach. Und sich nicht mit der Materie beschäftigen. Selbst die Leute, die da in den Sport drin sind. Ich gehe mal pumpen. Ich gehe schon seit 10, 20 Jahren zum Sport. Nein, du gehst nicht 10, 20 Jahre zum Sport. Du gehst vielleicht einmal im Monat zum Sport und erzählst den Leuten. Und siehst trotzdem scheiße aus. Solche Leute sind das. Und der Herr W. muss man auch neidlos anerkennen. Kann ja auch, Fakten will ich das nicht nennen, aber ja, Informationen gut aufbereiten und halt auch ein Kotelett an die Ohren quatschen, und ein guter Verkäufer ist Herr W. halt nun, ne? Also neidlos anerkannt. Ja. Solche Leute muss es halt gehen. Oh, hier More Chunky Flavor, ja. Für die Frauen, die nach 20 Jahren immer noch so aussehen. Oder total vegan Protein für die Leute, die sich bald am Boden festkleben mit der Dose auf dem Kopf. Oh, ist das geil. Das gefällt. Und komm, wir gehen mal weiter. Ich weiß es. Geld. Oh. Das ist nämlich so. InfluencerInnen erzählen gegen Geld, was die Leute, die ihnen das Geld geben, gerne erzählt haben möchten. Jetzt könnten sie einen AG1-Bericht reinschreiben. Also rein zeigen. AG1 ist ja genauso. Mit ihren 52 Zusatzstoffen. Und die ineinander harmonisieren und in Synergy ergeben. Und daraus sind geile Produkte entstanden. Man muss mal gucken, wie dieser AG1, der Gründer, da gibt es auch Geschichten, warum er das gemacht hat, wie er da hingekommen ist. Und das ist einfach so geisteswild. Weasel, so wild. Da reicht wahrscheinlich die Show nicht, darüber zu reden. Deswegen kratzen wir nur mal ganz kurz an, was mit AG1 ist. Auf jeden Fall, wenn man AG1 mit den 52-fachen Blaben, mit den 52 Zusätzen und geht dann auf die Homepage, da denkt man, ja gut, wenn die das erforscht haben, dann müssen ja irgendwo, muss da ja was stehen. Wissenschaftlich belegte Brötchen, fundiertes Wissen, irgendwelche Analysen, bla bla bla. Nein, da kriegst du halt eine Seite, wo dann da steht, ja, google einfach. Google die Inhaltsstoffe. So, das war's. Aber sie haben ja ihre 52 Sachen, Zutaten ja miteinander getestet und perfekt abgestimmt. Das ist jetzt nur so ein kleines Ding. Ich glaube mal, AG1 ist der nächstgrößere Dings, was nochmal so... Ich weiß, es gab schon 1-2 Berichte darüber oder 3-4, aber es ist, glaube ich, das nächste, was so nochmal hoch, richtig hochkocht. Bei mir, pass auf, weil AG1, ich gucke ja sehr gerne Baywatch Berlin. Also hört es, den Podcast mit Klassenhofer Umlauf und Jakob Lund. Und Schmidti, und die machen dafür ja permanent Werbung. Die haben ja auch gar keine Ahnung von den Sachen. Und ich denke mir immer, okay, ihr gebt da diese Produkte weiter an euren Fans, aber was ist dann egal, was ihr für eine Meinung habt, die ist für mich nichts mehr wert. Wenn es in irgendwas nicht Lustiges abdriftet, denke ich mir, ja gut, ihr zockt ja auch die Leute ab. Weil du kriegst bei AG1, was sich so ein bisschen herausgestellt hat, als ziemlich großer Influencer, knapp 20-25% Anteil an dein Abo, was die Leute abschließen. Und so ein Abo kostet im Monat so knapp ein Tausender. Ja, 25% für die ganz Krassen. Ein Tausender, ja. Überleg mal, wenn das 500 Leute machen, wie viel Geld die in einem Jahr dann generieren. Nur dafür, dass sie es in ihren Podcast reinhauen. Ist schon eine gute Marge. Das ist eine sehr hohe Marge. Ja, ein Viertel ist schon viel, ja. Ja, da können die schlauen Füchse mal hochrechnen, wie viele Hunderttausende Euro das sind, was da über den Tisch geht. Und nur bei 500 Leuten, ja. Also ich glaube, da ist eine höhere Zahl anzustreben bei den einen oder anderen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Ja. Da sieht man mal, was diese Nahrungsergänzungsmittel-Mafia eigentlich so alles betreibt. Und Marketing ist halt alles, ja. Bei AG1 ist ja auch noch ein Faktor, die haben ja
sehr, sehr viele Leute mit sehr großer Reichweite in ihrem Portfolio, die dafür Werbung machen. Ja. Und durch jede Sparte, Comedians gibt es, große YouTuber, die dafür Werbung machen. Das ist richtig, richtig hart. Ich habe mir das mal angeguckt gehabt, weil ich von einem aufmerksam wurde. Okay, was ist das? Aber das Abo hat mich schon mega krass abgeschreckt. Es gibt ja auch ein Abo. Jamba-Abzocker. Ja, es gibt ja auch ein Abo, was, sage ich mal, für den Normalo ist. Aber selbst das ist schon sehr, sehr teuer. Und für das, was du da kriegst, weiß ich nicht, ob das, also für mich ist es nichts, definitiv nicht wert. Das Geld, da lege ich das lieber anders an. Ja. Aber muss jeder selber wissen. Und worauf ich noch hinaus wollte, ist, da hast du vollkommen recht, jeder sollte auf jeden Fall sich selbst mal schlau machen, wenn er was kauft. Okay, was ist da überhaupt drinne? Ja, und nicht blind immer zugreifen. Besonders bei solchen Geschichten nicht, weißt du? Ja. 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 Ach nee, ich glaube, bei Edgy One war das Abo 1000 Euro im Jahr. So, ich glaube, ich habe mich Im jetzt Jahr, genau. im Jahr war das, nicht im Monat. Also aufs Jahr. Ja, genau. Da machst du dann über deine 100, 200k, je nachdem, als Podcaster. So nochmal zur Richtigstellung. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe gerade, hey, irgendwann hatte ich jetzt einen Ist kleinen Dreher. aber trotzdem viel und ist auch Ja, ein ein Tausender im Anhaltspunkt. Jahr bei 500 Leuten, eine halbe Million, Guck mal. 25%. Guck mal, es Wisst ihr ist ja auch Bescheid? ein Anhaltspunkt, wenn Influencer, die sagen, ja, ich hatte ein Angebot von einer Firma XY. Und die bieten mir X Prozente von das, was ich generiere an deren Umsatz, ne, krieg ich ausgezahlt, dann weißt du schon, okay, mit der Firma, mit der Marke ist ein bisschen shady, weil normalerweise eine Firma nie Prozente freiwillig abgibt, weißt du, ich meine? Also, Ja, vor allem, du musst ja auch den Gewinn dann sehen. Wie kann man genau. 25% oder 20% von seiner Gewinnmarge Ja. dann noch wegnehmen? Das muss man ja schon 800 Millionen Prozent haben. Oh mein Gott. Minimum. Oh, guck mal hier, Stay Hard, was ist falsch mit dir, Leroy? Raff dich. Vor 7 Tagen. Ey, Gottes Willen. Stell dir mal vor, wir wären bekannte YouTuber. Wir hätten schon vor 5 Jahren die ganze Industrie zerfickt. Ja, stell dir Scheiße. das mal vor. Aber ich muss sagen, wir sind ja echte gute Menschen, oder? Da wir das ja schon wissen vorher. Oder heißt es jetzt, wir enthalten den Leuten die ganzen Informationen? Kann man uns auch ankreiden? Das kann Oder man. früher sagt man, wir haten einfach nur grundlos, weißt du? Ja, und ja, genau. Wisst ihr, was ich für Nachrichten gekriegt habe, weil ich Leroy, weil nicht gehatet, weil ich einfach nur meine Meinung über ihn gesagt habe? Ach, kommt, Leute, ihr könnt mir alle mal das Fuchseinhorn blasen. Wir schauen mal weiter, was es hier am Moor gibt. Komm, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber Lebensmittelindustrie ist doch immer schön. Vor allem, wenn bekannte Leute, wo man wisst, die weiß, die haben keine Ahnung vom Sport, darüber reden. Ich weiß, das ist für Sie jetzt wahrscheinlich Ich meine jetzt nicht einen Böhmermann. crazy horny fucking shit. Ja, aber so funktioniert die crazy horny shady Werbestrategie von More Nutrition. Sorry, Stefano, dass du es von mir erfahren musst hier im ZDF. Wieso darf More Nutrition in der Werbung ihre Nahrungsergänzungsmittel wie Medizin verkaufen? More Nutrition kann doch nicht Dürfen Sie einfach so nicht? tun, als könnte man mit More-Produkten Beschwerden lindern oder Krankheiten behandeln. Allerdings gibt es sehr viele Schlupflöcher, die die Hersteller gezielt nutzen. Zum Beispiel das Influencer-Marketing in den sozialen Medien. Ja, gut, das wissen wir ja. Gut, die erklären es jetzt halt den Leuten, die da keine Ahnung davon haben, dass du das ja nicht sagen darfst. Das hilft da und da dagegen und deswegen. Gut, machen die Influencer, aber die verstoßen ja auch dagegen. Aber da kann die Maut sagen, hey, oder die Firma sagen, hey, gut, wir haben es denen gesagt. Und es ist halt so viel im Umlauf, da können auch die Lebensmittelbehörden oder ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, können einfach das nicht greifen, weil es einfach zu viel ist. Die haben da auch nicht die Manpower dafür, das die ganze Zeit zu verfolgen. So, für uns ist es ein alter Hut. Wollen wir da jetzt, wollen wir einen Haken dran machen? Ich glaube, jeder, der hier uns schaut, ja, haben wir schon 8-mal wiederholt. Deswegen können wir einfach nur Matthias Clemens zitieren, was er mal gesagt hat über die ganzen Leute, die ihn auf den Sack gehen. Arsch ficken, habe ich gesagt, ja, in den Arsch ficken. Oder wollt ihr mich in den Arsch ficken? Soll ich meine Hose komplett runterziehen? Wollt ihr mich alle in den Arsch ficken? Was ist los mit euch, ja? Ja. So. Ich glaube, so als kleine Auffrischung hat das nicht gereicht, aber ist mir doch egal. Ich gründe jetzt auch eine Firma und erzähle irgendeine Scheiße. Nee, kann ich nicht. Also ich könnte es schon machen, aber ich kann das mit mir nicht vereinbaren, Pixel.
Leute. Ach. Ach, scheiße. Oder wärst du da dabei als Firmenkopf? Whore Nutrition. Whore Promotion. Whore Promotion. Wir haben schon das passende T-Shirt dafür. Moment, ich zeig's nochmal, weil ich so sexy bin. Oh. Ich würd's kaufen. Guck mal, ob ich harte Nippel krieg. Ach Gott, ja, ich hab mir die Nippel gerieben. Gefällt dir das, wenn ich meine Nippel mir reibe? Whore Promotion. Jetzt. Darauf ist auch dieses HRN-SHN-Way, was ihr hier irgendwo seht, angelehnt. Also könnte passieren. Ich weiß nicht, auf welcher Seite es steht. Könnte passieren. Weil, na gut, nicht nur auf Whore Promotion, sondern auf die ganzen, oder fast auf alle in dieser Fitnesswelt, die ihre Sachen verkaufen. Ja, ist das nicht schön? So, haben wir da drüber. Das ist hier immer noch mit Nina. Hier gab's noch Matthias Clemens versus Christian Wolf, das Live-Battle. Mit der erfundenen Akte, die Christian Wolf immer heute noch nicht gezeigt hat. Und ich immer noch nicht verstehe, warum das Video offline genommen wurde. Das war, glaube ich, mit der ESN More Nutrition Fusion hat Skarnikus dann einfach offline genommen. Das Video ist legendär. Das ist so unterhaltsam. Ja, so ich glaube, ich gebe es einfach nochmal frei. Ich weiß es noch nicht. Könnte man eigentlich als Reupload einfach nochmal hochladen. Und wenn ihr diese Gutmenschen dann fragt, warum sie es offline genommen haben, ja, Dinge sind halt nicht mehr sachgemäß und sind verjährt und dann kommen dann so typische Scheiße. Nein, wenn ich ein Newsmagazin bin, dann kann man sowas schon oben lassen, solche Videos, die ja sehr interessant sind. Außer man ist halt eventuell mit einer Partei gut befreundet oder so. Kann ja passieren. Ich meine, ich würde ja auch kein Video oben lassen, wenn ich sehe, okay, mit dem bin ich eigentlich ganz gut, da habe ich das mal da so ein Interview geführt vielleicht. Es ist ja, man muss ja am Ende seinen eigenen Arsch auch an die Wand kriegen. Und denkst dich, gut, du willst da kein Beef, du hast jetzt auch eine kleine Firma gegründet, wo du dann auch sowas machst. Komm, du willst keinen Stress, nimmst du das offline, dann sehen die, hey, gut, der lässt uns in Ruhe. Soll er machen. Soll er einfach machen. Wenn er mal einen Fehler macht, lassen wir den auch in Ruhe. Ich kann das schon nachvollziehen, warum. Warum man dann vielleicht, also es ist nur so eine Mutmaßung, wo man dann sagt, hey, komm, kann ich ihn nachvollziehen. Aber ich finde es halt schade, dass es offline ist. Oh, viele Beiträge halt einfach weg sind. Naja. Wir wollen ja hier niemanden hassen. So, was gab's hier noch? Wollen wir das Thema, warte mal, das Thema abhaken? Oder habe ich noch was? Ich hatte doch noch was mit Melatonin von Christian. Warte mal, hier ist die... Warte. Ach ja, hier, dieses Video. Hier, das ist vor 3 Jahren. Scheiß die Wand an. Euch ja noch ein kleines Update auch schuldig. Ich blende euch mal da links unten ein. Oh. Wir haben jetzt ja knapp eine Woche später, nachdem ich diese Energy Drink Story gemacht habe. Links unten seht ihr den Vergleich zwischen meiner Brust und ein paar Dosen Red Bull, wie das danach aussah. Und rechts seht ihr die heutige oder den heutigen Status. Und ich kann sagen, ich habe vielleicht ein bisschen mehr als 2 Dosen Synergy sogar am Tag getrunken. Stimmt ja, das war ja sein Energy, sein Synergy. Da schreibt er auch ganz offen rein Red Bull und Monster. Also direkt die Konkurrenz deflammieren und sein Produkt ist ja besser, weil es keine Pickel verursacht, weil kein B12 oder so drin ist. Und das fing ja schon vor ein paar Jahren an. Und das hat sich ja komplett durchgehort. Ja, komm, wir brauchen keine Beweise mehr. Jetzt ist ja alles offengelegt. So. So, was ist noch offengelegt, Pixel? Brüste von irgendwelchen Frauen? Ich meine Männern. Ost und West ist doch offengelegt, oder? Ossi und Wessis und Ossi? Messis. Und Unterschiede und Hate Speech. Unterschiede? Es gibt Unterschiede? Ja, wir haben also die Ossis haben mehr Augen. Echt? Und die, 3? Ja, 4? Ja, wir haben 3 Augen. Und die Wessis haben halt 2 Augen. So. Das ist wie hier bei Simpsons, dieser Fisch, weißt du? So werden wir ja mal als Ossis behandelt. auf jeden Fall habe ich mir das mal reingezogen, so ein bisschen von Unbubbel an Bubble. Moment, hier mach mal auf und wir hauen mal ganz kurz rein. Und darüber, dass das nur alles Nazis sind und ich kann das nicht mehr hören. Dass also, ich irgendwie jetzt als Ostdeutsche mich bezeichnet hätte, wäre mir in den frühen 20ern nicht passiert. Dieses Bild vom Jammer-Ossi beispielsweise. Ich bin Ossi, weil ich halt glaube, ne. In den frühen 20ern? Was zur Hölle? Warum muss man so weit zurückgehen? Naja, warum so weit zurück? Wir haben jetzt die 20er, Pixel. Bei den frühen 20ern, da gab es keinen so, da war es nicht Ost und West. Das kam ja erst nach dem, was passiert ist. Historiker wissen das und Nicht-Historiker sollten es auch wissen.
Also das heißt ja, sie, also boah, das müssen wir uns nochmal anhören. Sie hasst uns Ossis. Sie hasst uns. Wie oft redet man über den Osten und darüber, dass das nur alles Nazis sind, und ich kann das nicht mehr hören. Dass ich irgendwie jetzt als Ostdeutsche mich bezeichnet hätte, wäre mir in den frühen 20ern nicht passiert. Dieses Bild vom Jammer-Ossi beispielsweise. Ich bin Ossi, weil ich halt glaube, naja, erstens haben wir ja gerade diese Unterschiede. Das heißt, wir müssen darüber reden, damit sie halt auch irgendwie verschwinden. Nein! Das ist wie mit... Was für Unterschiede? Wir müssen darüber reden, damit sie doch jeder hören... Hirnechsen-Weasel noch mitbekommt, dass man dann noch mehr draufschlagen kann. Wir hatten das gesagt gehabt mit Rassismus. Wie stopft man den, wie kann man den Rassismus stoppen? Einfach nicht mehr drüber reden. Einfach nicht drüber reden. Freeman, hier, wie hieß er? Morgan Freeman hat es gesagt. Einfach nicht mehr drüber reden. Über gewisse Sachen oder jedes Ding aufköchern. Ich verstehe es halt nicht. Ich komme ja aus der Zeit, ne? Ich habe es ja miterlebt, die Öffnung der Grenze, der innerdeutschen Grenze, und erst als Erwachsener wirklich reflektiert, was da wirklich vorgefallen ist, weil ich war damals ein ganz kleines Kind. Aber wir gehören alle zum gleichen Volk, mein Gott. Das ist traurig genug, dass wir getrennt waren. Ja, und ja, scheiß drauf. Ich finde es, wir sollten aber dafür mal auf die Straße gehen, dass wir mal genauso viel verdienen wie die anderen Bundesländer, dass es mal einheitlich, ne, zugeht mit den Gehältern. Dafür wäre ich. Ja. Ich enthalte mich davon, das ist mir zu privat, wir gehen weiter rein. Ich möchte, dass wir noch weniger haben. Dass niemand mehr was hat. Wäre auch gleich berechtigt. Bei unter anderem treffen drei Gäste mit unterschiedlichen Meinungen aufeinander. In jeder Runde wird diskutiert, es gibt Aufgaben zu erfüllen und am Ende eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Interessiert keine Sau, wir gehen aber trotzdem weiter im Video. Wer von den dreien ist Ostdeutsch? Ist mir scheißegal, ich will einfach nur ihre Aussagen einfach nur in den Dreck ziehen. Pixel, was, sag mal, schaust du die Show nicht? Du bist doch immer dabei. Was interessiert uns Meinungen? Das ist eine Meinung. Wie heißt, was haben wir reingeschrieben? Keine Meinungsshow. Nee, hart aber, Weasel. Hart aber unfair. Dauermeinungssendung. Ja, genau, Pixel. Du hast echt aufgepasst. Ich bin glücklich. Jammer-Ossi beispielsweise. Also selbst meine eigenen Eltern haben das erste Mal so reagiert, als ich gesagt habe, Mama, Papa, ich bin jetzt wieder Ossi. Was haltet ihr davon? Wollen wir darüber reden? Ja, verpiss dich einfach, hätte ich als Elternteil gesagt. Ich so, was haltet ihr davon? Du warst, was soll denn der Scheiß? Als wäre das so eine Minderheit, als wäre man als Ostler irgendwas Ekelhaftes und könnte sich da dazu nicht stehen. Das ist wie mit den Leuten mit ihrer Sexualität, weißt du? Das wird ja in der Biografie schreibe ich jetzt demnächst rein. Es gibt ja Leute, die schreiben bisexuell rein, dann denke ich mir, warum schreibst du das in deine Biografie rein, du dumme Sau? Ich schreibe jetzt Ossi rein in meiner Biografie. Ossi. Boah. Mama. Ja? In Ostdeutschland sagt man zu so einer Person doch Wendehals. Hä? Echt? Ja, Wendehals, weil... Ich bin zugezogen. Weil sich doch die Menschen gegen die eigene Bevölkerung gerichtet hat. Weißt du, ah, der Westen gibt uns Geld. Verrate doch deine Nachbarn. Ja, gerne. Ja, das ist Stasi. Ja, gut, das mit der Stasi. Nee. Ich meine nicht die Stasi, ich meine der Eröffnung, weil es gab ja Leute, die haben ja zugunsten von ihren finanziellen Vorteilen, genau, ihre Nachbarn, ihre Dings ja verkauft. So, guck mal, den kannst du schon ja, übers Tisch ziehen. Ja, das war die Stasi. So. Nein, das meine ich nicht. Stasi war ja, wo ja die DDR noch da war. Ja, die gibt's ja immer noch. Komm, hier gibt's ja alles noch, die DDR und die Stasi. Wir sind hängen geblieben. Weißt du doch. Sag mal. Stimmt. Jetzt heißt Stasi-Akten. Jetzt heißt's ja anders. Keine Ahnung, wie der Scheiß heißt. Aber wir müssen ja hier beim Thema bleiben, sonst wird der Scheiß wieder zu langweilig, Pixel. Hier geht's nicht darum, was früher war, hier geht's nur darum, was wir jetzt sagen, was blöd ist. Richtiger Blödsinn. Was heute ist. War richtiger Blödsinn hier, dass die Leute auch mal sagen, guck dir das mal an hier und dann... Ist das toll? Ja. Freust du dich? Ja. Dann lach doch mal. Ja, die sich so richtig weg in den Keller schämen. Komm, wir gehen weiter rein. Papa, ich bin jetzt wieder Ossi. Was haltet ihr davon? Wollen wir darüber reden? Weil ich möchte gerne rausfinden, woran das liegt. Da haben sie so gesagt, was hast denn du noch mit dem Osten zu tun? Menschen in meinem Alter und die Generation davor, die Nachwendegeneration oder die... Er hat einen schönen Chloe-Hole-Bart, muss ich... Nein, nicht einen kompletten halben Chloe-Hole.
Bart. Du musst dir erst mal sagen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres zum Fremdschämen, als wenn man so eine Rotzbremse hat. Also meiner Meinung. Es sieht einfach nur, hey, guck mal, ich stehe gerne an Kinderspielplätzen, hab Süßigkeiten im Rucksack. Könnte passieren, dass das so gesagt wird. Dass Leute das sagen. Ich denke mir das halt nur. Und ich sag's halt auch. Ich finde das aber, es steht niemanden. Es steht nur irgendwelchen weißen Cis-Männern. Aber sonst steht es niemanden. Oder? Ach komm, scheiße, wir sind ja nicht dafür da, Gesichter zu malträtieren. Okay, sind wir doch, aber egal. Die Leute, die gerade vor der Wiedervereinigung geboren wurden, die haben dann einen Unterschied in dem Aufwachsen gehabt, weil es ist eine Zeit gewesen, in der plötzlich die Eltern, die Familie, den Umbruch ihres Lebens hatten. Und ja, scheiß auf West und Ost. Oder, Pixel? Für mich gibt's da keine Trennung. Und die Eltern haben was Gutes gesagt. Ich trenne mich jetzt auch. Weil die Kinder, ne, die wirklich kurz davor geboren wurden, die haben ja mit dem ganzen System gar nichts zu tun gehabt. Auch danach nicht. Das lebt jetzt eigentlich nur noch in den Köpfen von diesen alten Versagern, von den alten 14, die sowieso schon fast Laubkompost sind, die schon über den Herbst ihres Lebens drüber sind. West und Ost. Weil die es halt miterlebt haben, genau. Ja, diese Verbitterung, ja. Aber alles andere danach, wir haben... Pass auf. Ja. Er sagt ja auch, ich habe jetzt die Stelle nicht gefunden, er sagt ja auch, dass es hier mit rechts und so, jeder ist hier ein Nazi, dass es das nicht gibt und so. Das ist Bullshit. Es ist Bullshit. Je nachdem, in welchem scheiß Kern du hier bist, vor allem in Thüringen. Jedes Schwein, auch wenn sie jetzt sagen, ich will nicht, die AfD hat trotzdem irgendwie eine rechte Meinung oder hasst nicht Ausländer, aber hat was gegen die. Und kann ihre Meinung auch nicht so darstellen und abscheuen irgendwie doch die AfD, aber irgendwie finden sie es doch gut. Es ist einfach nur ekelhaft hier im Osten mit diesen Menschen irgendwie hier. Boah. Das ist wirklich ein krasses Ostproblem. Ich weiß nicht, ob er da hier im Osten geboren ist und sonst wo immer irgendwo anders rumzodelt, aber das ist bei uns in Thüringen gang und gäbe. Das zeigen ja auch, wie gewählt wird, wie da die Rate nach oben geht. Ja, es ist aber auch. Also wir haben wirklich ein rechten Problem hier. Das ist echt so. Es ist ja aber auch kulturell, muss man das ja auch so sehen, weil in der DDR weniger Ausländer, jetzt sage ich mal, in Deutschland rumgelaufen sind, als jetzt in der Westseite, ja. Und die Leute wollen ihre Ruhe haben halt und. Es werden die Russen. Und stören, ja, aber die wurden ja nicht als Ausländer wahrgenommen, wie jetzt zum Beispiel. Ja, die Besetzer, hast recht. Wie zum Beispiel andersfarbige Menschen. Ja, Russe, stimmt. Hellhäutig, blond. Echt? Russen halt. Sieht uns Deutschen halt sehr ähnlich, weißt du? Und spricht nur ein bisschen so, anders. Mir ist das so scheißegal. Ist das, hat auch Akzent, aber ja. Vielleicht haben sie sich mit den Russen auch gut verstanden, weil er auch Akzent gesprochen hat, weißt du? Für mich sind alle Menschen gleich. Bei mir sind alle Menschen gleich. Ist mir egal, ihr könnt euch alle in den Arsch ficken. Ist mir egal. Ist mir echt scheißegal, fickt euch alle in den Arsch. Oh, was mir nicht egal ist, wir gehen gleich, das Thema war langweilig, würde ich sagen. Ost und West, wen interessiert die Scheiße. Aber hier, Seven vs. Diesel. Bondage Folge 2. Beunruhigende Einreise der 7 vs. Wild Teilnehmer. Das kann man ja irgendwie auf Amazon Prime immer komplett schauen, habe ich gesehen gehabt. Und auf YouTube kommt da immer irgendwie so eine Zusammenfassung aus das Finale. So habe ich das mitbekommen. Ich habe keine Ahnung, ich kenne hier gar keinen. Doch, ein paar kennen. Doch, scheiße, ich kenne doch ein paar. Also, nee, wie heißen die hier, hast du fein gesagt? Ich habe wieder den Namen vergessen. Naturensöhne. Die Naturensöhne. Ja. Gut. Naturalsöhne. Ist auch nicht schlecht in der Fitnessindustrie. Ach, komm, wir hören mal kurz rein, was das hier für... Ich habe mir ein paar Leute ausgesucht, die ich ganz sympathisch fand. Also, nicht alle. Ja, ein bisschen aufregend ist jetzt auf jeden Fall am Start. Fun Fact, wir haben beide Flugangst. Andi und Gerrit, die beiden Outdoor- und Bushcraft-Spezialisten, betreiben seit Jahren einen YouTube-Channel mit einer 500.000 Follower. Wenn ihr wissen wollt, was wir heute bauen, dann bleibt dabei! Doch wie werden sich die selbsternannten Naturensöhne schlagen, wenn sie einmal aus ihrer Komfortzone heraustreten müssen? Bushcrafting. Bushcrafter. Warte mal, ich muss mal kurz Discord muten, weil mir irgendein Analberserker im Blutrausch hier wieder schreibt. Hier 3 Stunden, so gemutet. Bushcrafter, das sind ja Leute, die in die Wildnis gehen und sich dann irgendwas bauen. Ein schönes hier Dach.
oder eure Mikrowelle aus Buschzeugs, aus Holz. Die haben auch, damit man das jetzt nicht falsch versteht, auch ein eigenes Waldgrundstück irgendwo in Brandenburg. Und die Sachen, die sie auf ihren Channel machen, machen sie dann alles auf ihren eigenen Grundstück. Ja, also die ist gehen auch nicht so. Ja, aber es gibt ja Menschen, die kennen das nicht. Die denken dann, okay, da gehen irgendwelche Vollpfosten in den Wald, sägen da die Bäume. Pass auf, ich kenne jemanden über ein, zwei Ecken, der schaut auch Seven vs. Wild. Und ja, da haben ja die Leute jemand gesagt, ey, der will jetzt Bushcrafting im nächsten Jahr betreiben. Ich so, was ist denn Bushcrafting? Baut er da irgendwelche Tränke im Busch für seinen WoW-Charakter oder was ist das? Und das habe ich habe ja gestern als danach geschaut so ein bisschen. Ich dachte mir, Alter, was so eine Kacke. Was kannst du maximal machen im Wald? Du kannst da eine Plane ziehen und die dann wieder wegmachen oder was weiß ich, oder ein bisschen geäst. Im echten Wald, ja. Ja, ne, ja, alles, was halt den Wald nicht stört oder was da eingreift in die Natur. Genau, was nicht dein Grundstück ist, ne? Also. Ja. Ja, da kannst du keine Holztreppe da hinstellen und sonst was machen und so hier, weißt du? Oh Gott, es gibt nur noch Behinderte. Scheiße, aber es ist ein cooles Hobby. Ich würde es nicht machen, ich bin hetero. Aber wir gucken mal weiter. Dann gab es hier noch hier, hier die Affe auf Pocketbike. Wir hören mal rein. Um das in die Bäume hochzuziehen. Und Alter, der ist auf mich zugekommen. Ich dachte, oh, jetzt bin ich tot. Sie redet über einen Bären. Und dann hatte ich aber zum Glück eine Axt und habe gegen die Bäume geschlagen und dann ist er wieder weggegangen. Ja, und irgendwie war es eine geile Erfahrung, weil jetzt, ich habe irgendwie keine Angst. Aber du weißt natürlich nie, wie es vor Ort ist, wenn dann da irgendwas abgeht, aber... Ann-Kathrin Bendixen, a.k.a. Affe auf Bike. Mit 23 Jahren ist sie nicht nur mit ihrem Motorrad um die halbe Welt gereist. Einfach mal ein Stückchen weiterfahren, gucken, wo ich heute meine Hängematte aufschlage. Sondern hat außerdem noch einen Bestseller geschrieben. Sie konnte sich mit ihrer Bewerbung eine Wildcard für die dritte Staffel sichern. Ihre Teampartnerin Hannah Asil ist ebenfalls Wildcard-Gewinnerin und ein echter Joker für die Wildnis. Ja, gut. So, und da waren wir ein paar Leute, die wir sympathisch finden. Ah, hier, guck mal, selbst hier Casino Max ist ja auch dabei. Ach, hier der andere Unbegabte, Knossi, ist ja auch mit dabei. Haben wir noch ein paar Unbegabte? Oh, ich kann diesen Trimax nicht sehen, ey. Der hat so ein richtiges Gesicht. Also, wenn es Menschen gibt, die Schmutz-Content machen... Oh, das ist doch Paluten, machen, oder? Nee, das ist nicht Paluten, aber... Gab's nicht Paluten? Da warst du auch mit. Eher Trimax sind so einige Leute, die so richtig Schmutz-Content machen. Sorry, dass ich das sagen muss. Die machen Schmutz-Content. Sascha Huber ist ja auch dabei, wissen wir ja. Naja, gut, der hat der letzte Woche sich ja erst. Ja, der reanimiert sich bestimmt gerade wieder. Naturensöhne, warte mal, ich will jetzt hier. Survival Martin mag ich auch nicht. Darf man das eigentlich so offen sagen, wenn man alles nicht mag? Ja, eigentlich ist so eine Meinung. Ich mag ihn. Ist ja deine Meinung. Hat ja damit nichts zu tun. Ich schätze sie als Menschen, aber ich mag sie halt nicht. Es ist Paluten. Doch. Könnt ihr das runterschreiben, dass es Paluten ist? Ich zeig dir mal gleich ein Bild, wie Paluten aussieht. Ich will das jetzt wissen. Aber der macht doch mit. Oder Papa Platte. Papa Platte. Entschuldigung, ich hab, du hattest recht. Das ist ja dasselbe, ist doch eine und dieselbe Person. Papa Latte. Papa Platte. Das ist auch sehr alles mit P an. Ja, Entschuldigung, ja, das habe ich durcheinander gebracht. Das ist sehr beliebt. Ja. Bei den 12-Jährigen. Okay. Bei den Mädels halt. Bei den, dass sie wie bei Mickey Mouse halt die Buchse voll kriegen, nass kriegen. Solche Leute halt. Brauchst du halt auch. Muss ja für die Zukunft sein. Ja. Knossi wird hier als Medienstar, Fernsehstar oder sowas, Entertainer vorgestellt. Dann denke ich mir, der schreit doch. Ja, seine ganzen Formate haben nichts geschafft im Leben. Er hat sich nie durchgesetzt im Fernsehen. Er schreit doch einfach nur im Streams rum und kann nichts. Es ist ja so. Das ist ja nicht jetzt böse. Das ist ja einfach nur, das ist nicht nur unsere Meinung. Das ist ja wahr. So, da haben wir da. Ich glaube, das war's auch schon, was ich hier gezeigt hatte, oder? Was ist das jetzt noch? Moment hier, komm, wir lassen nochmal laufen. Wenn ihr wissen wollt, was in unserer Flasche ist, dann bleibt dabei! Flasche vs. Wild. Flaschen vs. Wild heißt das eigentlich, die Sendung. Flaschen vs. Wild. Das ist eigentlich auch ein gutes Format, oder? Wir zeigen euch hier 7 Flaschen, die in der Wildnis überleben müssen.
Es sind noch ein paar mehr Flaschen, die jetzt dieses Jahr mitmachen. Auf jeden Fall haben sie so einen ganzen Behälter bekommen, wo sie einfach rein unanieren können. Knossi hat irgendwie 200 Meter Angelschnur, damit er alle hängen kann. Dann seine Kontrahenten ausschalten kann. Hier. Es wird sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich es weiter verfolge. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. So, Pixel, das ist meine Meinung zu Seven vs. Weasel. Flasche vs. Weasel. Oder Pixel, ja. Wollen wir 7 Flaschen aufstellen, wo ein Weasel Verkehr damit hat? Seven Flaschen vs. Weasel. Ja, aufgefressen wurde ja keiner, denn die sind ja alle wieder zurück. Also. Ja. Also haben alle überlebt, aber. So, ne? Ja, hier eine Affe Show. Auf Bike. Die wurde am Anfang hart gefistet, als sie eingereist sind. Ich glaube, in Kanada ist das. Da wurde sie hart rangeknebelt vom Zoll oder was auch immer. Kam dann viel zu spät. So, das war halt die erste Folge. So, wisst ihr Bescheid. Ach ja, hier, pass auf. Hier, wenn man gar keine Hobbys hat, ist auch geil. Hier wie Trimax, wie man dann über ihn redet. Max aka Trimax ist nicht nur einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands. Oh mein Gott! Die Liste ist lang. Gamer, Hobbyfußballer, Pizzamogul zusammen mit Knossi, Eventerfinder und vieles mehr. Hört sich alles nach, ich kann nichts an, aber ist okay. Eventerfinder, ja. Streamer. Eier. Okay, ich kann nichts. Weißt du, Hobbyfußballer, okay, ich kann nichts. Pizzafresser, Eventerfinder. Das ist einfach nur, du gehst halt irgendwas los und dann laufen alle hinterher. Fußball-Event-Erfinder, das ist ja richtig. Das ist ja innovativ. Und die hätten eigentlich noch Casino-Streamer FIFA-Abzock eher reinschreiben sollen. Sagen können, ach, das ist ja scheiße. Stell dir mal vor, du bist 100% immer ehrlich zu allen. Da kannst du doch auf dieser Welt nicht mehr existieren. Oder? Oder kann man sagen, das ist dann Satire? Ja, ist Satire. Ist Satire. Komm hier, Pixel, da du ja 100%, Pixel, du musst dich mal ehrlich machen. Wie der Markus Lanz immer sagt, sich ehrlich machen. Gott, das ist auch so ein richtiges verhurtes Wort. Warte, da muss ich erst mal fragen. Bist du behindert? Du Geisteskranke. Und pass auf. Pixel, du machst dich jetzt mal ehrlich und sagst mal was über dieses Bild, was du dazu sagst. Ja, schwierig. Die also, Hose hängt zwar ab. Man sieht hier zwei Bruderin, die Bruder Richard? Bruder Richards hat den Tamagotchi um Hals. Als ja, das sehe ich auch gerade. Tamagotchi um Hals. Was ist denn das hier? Kann ich da reinzoomen aufs Tamagotchi? Mal gucken, ob es noch lebt. Naja, ich sehe es nicht. Was ist denn das? Die Zukunft. Es ist die Zukunft. Dann ist irgendwas in gerutscht. Da sind die Eier abhanden gekommen. Ja, gut, Transgirls gibt es doch überall im ganzen Leben. Das ist doch total normal. Sowas schreibt man sich halt auch in die Biografie. Sexualität, Transgirl. Pocketbike-Besitzer schreibe ich mir bald auch rein. Ja, darf man aber sowas, was heißt sowas? Sowas hört sich ja schlimm an. Darf man jemanden verarschen aufgrund seiner Sexualität oder Aussehen oder? Sich da drüber lustig machen? Ja, klar, natürlich. Ja, aber da kommen dann die Leute und kleben sich dann gleich am Meeresboden fest. Weil die Minderheit. Weil guck mal, er hat sich doch entschieden, diese Hose anzuziehen, obwohl er gesehen hat, da guckt da was raus. Also ich weiß nicht. Aber sobald du selber. So, pass auf, sobald du in der Öffentlichkeit irgendwie unterwegs bist, vor allem auf TikTok und Co., ist es normal, also dann darf auch über dich geredet werden. Jetzt je nachdem, mit Meinung und so. Das ist anders, als wenn ich eine Privatperson bin und der sagt, hey, der Nachbar sagt deinen scheiß Rasen, ich bring dich um. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Pixel. Was meinst du, ja? In der Öffentlichkeit, genau, er hat sie hat selber das Bild gepostet und natürlich darf man sich darüber lustig machen. Also jeder guckt doch vorher in den Spiegel, wenn er irgendwas postet, besonders eigentlich in den öffentlichen Sachen. Ja, die stehen ja dazu halt. Das ist bewusst. Das ist ja. Ist doch okay, es interessiert nur keinen. Ist mir scheißegal. Sollen sich die Pimmel um die Halsschlagader schnüren? Keine Ahnung. Sollen sich die ganze Nacht wegpimmeln? Können sie ja gerne machen. Hab damit ja kein Problem. Die haben damit bestimmt auch kein Problem.
Aber es geht halt immer nur darum, dass es wieder 1-2% davon gibt, die dann sagen, unsere Meinung und hier Diskriminierung und bla. Och, haltet einfach alle eure Schnauze. Lebt einfach euer Leben und habt Spaß. Man muss ja nicht immer jeder als Mann seinen Schwanz ins Gesicht von anderen drücken. Mache ich jetzt auch nicht mehr. Seit heute. Schau damit jetzt auch auf, Pixel. Ich drücke jetzt auch nicht wieder irgendwelchen Leuten, Passanten, meinen Schwanz ins Gesicht. Ich glaube, das gibt Ärger demnächst, wenn ich auch weiter so mache. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich stehe dazu. Ich bin ja sehr reflektiert, was sowas betrifft. Da werde ich nächstes Mal Arsch zum Mund. Arsch zum Mund geht, glaube ich, immer, oder? Arsch zum Mund? Arsch zum Mundbeatmung? Geht das? Ich weiß nicht. Also rein hypothetisch gesehen, wenn aus meinem Arsch Luft kommt, Sauerstoff, könnte ich doch damit Arsch zu Mundbeatmung machen. Ich weiß nicht, ob das Sauerstoff ist. Und wenn ich mir eine Sauerstoffflasche in den Arsch reinpumpen lasse und dann die Sauerstoffluft aus meinem Arsch auslasse und in den Mund, in die Röhre von der Person, die ich reanimieren möchte, müsste es funktionieren. Natürlich wäre es leichter, die Sauerstoffflasche dann direkt anzuschließen, aber Sprühkäse. Der muss den halt auf den Bauch drücken. Während es reinpumpt in den Arsch. Oh mein Gott, Alter, wir gehen weiter, lieber. Das ist mir zu krass. So, wir gehen nämlich da Humor alle Grenzen überschreiten und deswegen habe ich dieses perverse Bild genommen von Pixel. Ich distanziere mich davon, weil Pixel hat mir das geschickt und hat mir geschaut, hey, hast du Bock? Er hat mir geschrieben, hey, hast du Bock auf 2 Pakete heute Nacht, die du schnüren möchtest? Und dann dachte ich mir, nee, möchte ich nicht. Irgend sowas hast du mir doch geschrieben, oder? Warte mal, ich guck mal, was du geschrieben hast. Ich glaube, meins war lustiger. Nee, du hast geschrieben, wie findest du die enge Hose? Genau. Ah, nee, ich finde 2 Pakete zu schnüren, finde ich gut. Ah, komm, wir gehen weiter. Von den Space Fox darf Humor alle Grenzen überschreiten. Ja, klar. Was, also, wie bitte? Pixel? Meiner Meinung ja, auf jeden Fall. Nein, das ist ja ekelhaft. Wo sind wir denn? Humor sind hat keine Grenzen, was? Freie Meinung. Nee, meinungsfreie Sendung. Eine meinungsfreie Sendung ist auch... Nee, das ist ja scheiße, das wäre richtig blöd. Ach komm, wir gucken mal rein. Yo, wichtige Frage. Ich hab mir ins Auge gepiekst. Au. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Und ich meine richtig gelacht. Und am besten nicht mit anderen Menschen, sondern alleine, nachts, mit oder ohne Hose. Du hast richtig weggebombt, dass du einfach lachen musst. Das konntest nicht mehr halten. Wie mein Sohn seine Kacke. Und ich meine auch nicht dieses... Oh, diese intelligente Aufarbeitung dieser gesellschaftlichen Problematik hat mich intellektuell stimuliert und amüsiert. Sondern wirklich gelacht. Ha. Wann hast du das letzte Mal richtig gelacht, Pixel? Oh, gestern. Oder heute? Ich weiß nicht mehr. Heute Nacht. Ich lache eigentlich jeden Tag. Also ich habe ein humoristisches Leben. Aber wir können ja nicht von den normalen Menschen ausgehen. Weil wir sind ja mal normale Menschen. Die anderen sind ja immer verrückt. Die anderen sind alle verrückt. Aber ich muss sagen, ich lache auch jeden Tag. Entweder weil ich in den Spiegel schaue. Oder weil ich Nachbarn habe. Oder weil ich im Internet unterwegs bin und mir denke, verdammte Scheiße. Ja. Oder mittlerweile fasse ich mir eigentlich schon noch am Kopf und denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Bitte mach, dass ich morgen nicht mehr aufwache. Bitte, weil die ganze Dummheit von den Leuten langsam so, diese Strahlung versucht mich immer zu erreichen und ich fühle mich immer wie in so einem Schutzanzug, wo ich mich so wegdrehe, wie je nachdem der Wind weht. Weißt du? Es ist echt anstrengend. Richtig anstrengend geworden. Ich weiß nicht, ob ich noch 100 Jahre alt werden möchte, ehrlich gesagt. Vielleicht 99, aber nicht 100. 100 ist mir zu hoch gegriffen. Ha, ist lange her, wa? Vielleicht ist es ja alles wahr. Und wir sind alles so sensibel geworden und diese böse Cancel Culture hat uns den guten alten Humor verboten. Sagen irgendwelche Boomer, die dann so Witze raushauen, wo die Pointe ist, dass sie ihre Frauen hassen. In der Küche. Sandwich! Aber gut, es gibt genügend Leute, die es als Hobby sehen, Witze zu problematisieren. Und wenn sie dann gute Beispiele für Comedians zeigen, sind das irgendwelche Leute, die ihre eigenen Werte so tief im Arsch haben, dass man einfach an den Hashtags in ihrer Bio jede Pointe ihrer Witze vorhersehen kann, da sie genauso billige Klischees verarbeiten, nur halt von Leuten, die man treten darf. Und nein, wir sind nicht der Meinung... Ja, treten darf. Behinderte. Darf man Behinderte treten? Also jetzt nicht im Sinne, dass ich mit dem Fuß zutrete, ja. Sondern dissen. Aber dann kommen ja wieder die Leute, hey, der ist behindert. Ja und? Ja, warum diskriminierst du den Leuten, der im Rollstuhl sitzt? Ich sehe den als richtig, ich sehe den als ganzen Menschen und nicht als, dass er eine Behinderung hat. Ich beleidige seine Menschheit.
Du musst es ja verstehen. Menschen mit benachteiligten Dysfunktionen, ist das überhaupt richtig? Egal. Wie Leroy zum Beispiel, ja? Ja, den darfst du jetzt beleidigen, weil du gemerkt hast, der ist menschlicher, naja. Ist der charakterlich ist ja nicht so gut. Bevor du ihn tretest, musst du erstmal sicherstellen, dass seine Bremsen angezogen sind. Gut, wir haben ihn weg. Ja schon. Ja, das stimmt, aber wir haben ihn ja schon oft getreten. Also vorher schon getreten, wollte ich behaupten. Emotional oder? Also, nee, ich hab ihn nicht getreten. Ich hab ihn immer getreten. Ich hab viele Sachen gesagt. Vor körperlicher Gewalt distanziere ich mich. Ja. Verbal natürlich, ja. Also wir hatten Witze gebracht, wie das seinen Rollstuhl nicht entgleisen kann, wenn er hier, ja, wenn er in der City unterwegs ist, Straßenschienen, keine Ahnung, da waren schon viele, ja, da war was mit der Polizistin und so, diese heiße Polizistin, die ich so geil fand, stimmt, wo er damit auf Streife gesessen hat, er hat halt nur rumgesessen. Da war noch in diesem Bericht war noch so ein Rollstuhl, Elektrorollstuhlfahrer, da war die Batterie leer, genau, stimmt. Und da hat sich Leroy drüber lustig gemacht, weil er ja mit Manpower fährt und der halt nur auf E-Auto angewiesen ist, auf E-Roller. Okay, das ist jetzt meine Interpretation von dem Video, aber so habe ich es einfach aufgenommen. Aber so war das Video wirklich, bloß nicht mit dem Dissen. Von unserer Seite aus. Ach ja, so ein Leroy sollte jeder zu Hause rumsitzen haben. komm, wir gucken mal weiter, was hier noch ist. Hier, pass auf. Wir müssen mal hier neu laden. Oft werden Jokes gerne als Angriff gesehen. Aber eigentlich ist es eher so, dass Jokes Wahrheiten aufzeigen. Oder zumindest, was Leute denken, was Wahrheiten sind. Doch Menschen mögen die Wahrheit nicht. Jeder von uns... Warte, Pixel, ich bringe jetzt auch einen Joke über dich. Warte. Du bist ein Spast. War ein Witz? Uns hat irgendeinen Makel, über die man keine Witze hören möchte, als unsere Gefühle verletzt. Man möchte diese Makel lieber verdrängen, genauso wie den Besuch von deinem komischen Onkel. Doch genau deswegen mögen wir auch die Leute, die über ihre eigenen Makel lachen. Einerseits zeigt es Stärke und Selbstbewusstsein. Und wenn eine Person über sich selbst lacht, dann ist es quasi eine Einladung mitzulachen. Wenn es um Satire geht, geht's... Ich lache auch immer über meinen viel zu großen Penis. Geht das ja auch immer so? Hast du damit auch Probleme, Pixel? Ich habe andere Probleme. Ich habe gedacht, du bist jetzt eingeschnappt. Was hast du für Probleme? Rede drüber. Wir können es drüber lustig machen. Also wenn du das möchtest, natürlich. Oh, ich das hab ist ziemlich, geheim. Ich habe gerade eine ziemlich kleine Hand in der Hand. Sieht man das, wie ich mir die Nippel? Ja, erzähl ruhig. Ich streiche mir meine Nippel. Oh, irgendwie ist das geil. Wir haben echt manchmal komische Ausfälle in der Show. Ist dir das schon mal aufgefallen? Aber, weißt du, wie geil das ist, wenn man mit so einem kleinen Zeigefinger seinen Nippel penetriert? Scheiße, es tut mir leid, ich bin pervers. Ich bin ein normaler Mensch. So, Pixel, was hast du für Sachen, über die du lachen kannst, die du an dir hast? Wo du sagst, da würden sich Leute da drüber lustig machen. Hast du sowas, wo du über dich selber lachen kannst? Weil bei mir ist es ja, ich kann ja über mich selber lachen wegen meinem viel zu großen Penis. Ist ja eine Behinderung. Ich bin ja richtig behindert. Schlepphoden und so. Ja, Schlepphoden ist, glaube ich, normal, wenn man über 20 ist. Es ist immer schwierig, selbst an sich irgendwas zu dingsen, weil es müssen ja andere für einen machen, weißt du? Andere müssen sich ja irgendwas an dir aussuchen und sich darüber lustig machen. Aber hast du nicht irgendwas, was heißt lustig machen, wo du einfach dazu stehst, dass es halt so ist? Gute Frage. Ja, setz dich mir. Ja, gut, ich bin auch Ostler. Ich akzeptiere es halt. Schön de Mettbäm fressen. Wisst ihr? Schön bei Oma. Da gehen wir Hunger auf die Wiese. Hunger. Ja, Hunger gehen. Also. Ich könnte schon wieder ausrasten. Was? Ja? Bin auch nicht jetzt körperlich der Größte. Also. Ich auch nicht. Ich habe viel Angriffsfläche, auf jeden Fall. Ich bin ein wunderschönes Weasel, Fuchs, Otterkin. Ich finde mich toll. Ja, ich finde mich gut. Ich hasse mich, aber ich finde mich gut. Ist es nicht ein Widerspruch, wenn man sich hasst? Nö, ich hasse mich ja nicht. Aber das hast du gerade gesagt. Du hasst mich, du findest wie bitte? Das weiß ich nicht, um was es hier geht. Das ist mir auch aufgefallen. Wenn du im Discord, wenn du zockst und so nochmal neue Leute kennenlernst und du einfach so ein paar Sprüche droppst, egal was,
die denken, das ist alles todernst gemeint. Auch wenn du Sachen über dich erzählst, die denken, du bist depressiv, dabei verarsche ich die Leute gerne im Internet einfach nur. Ach, ich ritze mich morgen. Ich hoffe, wach morgen wieder nicht auf. Will mich mal erstmal ritzen. Vorhin habe ich zum Beispiel hab ich geschrieben oder gesagt gehabt, dass ich jetzt erstmal schön fressen gehe. Und danach kotze ich erstmal, weil ich muss ja dann zum Sport. Und dann fresse ich weiter. Und dann haben sie mir geschrieben, ob ich depressiv bin. Da ich sage, nee, ich habe zu viel Zeug im Kühlschrank, habe zu viel Geld. Muss ja irgendwo hin damit. Also musste ich halt vorher kotzen, zum Sport und dann wieder essen. Man könnte natürlich sagen, geh doch vorher zum Sport und dann isst dann was, aber das wäre viel zu kompliziert. Weil ich lasse mich doch nicht von meinem Bauchgefühl bestimmen, wann ich zum Essen gehe. Wer bin ich denn? Weißt du, rotzfrech? Musst du einfach so angemault mit Depressionen. Dann denke ich mir, Alter, was zur Hölle? Ich kann dir mal eine Depression zeigen, wie mein Fuß in dein After gleitet. Danach bist du depressiv. Dumme Sau. Jetzt bin ich auf Hass. Wo ist der Kinski? Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau. Oh, jetzt geht's weiter besser. Oh Gott, Alter, manchmal entgleise ich mal. Da entkleidet mir einfach mal der Schwanz in die Fresse vom Passanten. Das mache ich ja nicht mehr. Ich arbeite an mir selber. Weißt du? Und darüber kann ich ja auch lachen, Pixel, über sowas, weißt du? Ich weiß, meine Fehler, die sind sehr groß, aber ich kann darüber lachen. Das passiert jedem guten Fuchs, Schüler. Weasel. So, Pixel, hast du eine Macke? Hast du eine Macke, wo du sagst, hey, das merken andere, dass du da geistig dement bist? Ja, bestimmt. Ich hab einen Dachschaden und dafür gibt's keinen Dachdecker, also natürlich. Wir gehen lieber weiter, sonst wird mir jetzt so depressiv. Ich fress noch erstmal und dann kotze ich wieder. Ey, wir hatten heute noch keine verhurten Themen. Warte, wir müssen auch wieder irgendeine Scheiße. Ah, das hatten wir heute gar nicht, weil hier, weißt du, vermurrt war. Wir sind schon bei 58 Minuten, scheiße. Ich war gerade kurz am Überlegen, ob es diese Show in Extralänge heute gibt. So wie mein Penis, mein viel zu langes Glied, beim Glied. Ich meine, meine kurze Vorhaut. Mann lebt 6 Monate unentdeckt in Einkaufszentrum. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, kennst du diese Serie mit diesem Supermarkt? Wie heißt denn die? Die ist jetzt auch nicht so schlecht. Die ist aber auch nicht, glaube ich, nicht so krass bekannt, außer für die Netflix-Junkies, die eher alles gucken und kein Hobby haben. Und traurige Gestalten sind. Aber wenn ihr kein Hobby habt und traurige Gestalten seid, guckt ihr ja etwas Gutes. Also seid ihr gute Menschen, weil ihr unseren Podcast hört oder schaut. Oder die. Ich hoffe, ihr habt auch die Hosen aus dazu. Aber mich hat letzte Woche nichts erreicht über Schweizer Hass. Haben wir nochmal Glück gehabt, Pixel. Da bist du ja übel ausgerastet und hast ja gesagt, wie asozial die Schweizer sind. Und ich habe sie ja verteidigt und mich vor den Schweizer nicht No-Hate-Bus geworfen. Kannst du dich noch dran erinnern? Andersrum. Kannst du dich nicht dran erinnern? Pixel? Ich hatte mit den Österreichern. Nein, du hast erzählt, dass die Österreicher immer hier einwandern und irgendwie unser Volk zu irgendwas treiben und Autobahnen bauen. Das hast du gesagt. Da habe ich gesagt, davon distanziere ich mich. Damit habe ich nichts zu tun. Darüber möchte ich nicht reden. Und dann hast du dann die Schweizer Banken gesagt, dass das alles Kriminelle sind. So habe ich das auch. Ich glaube, so ist das passiert. Die Österreicher kommen hier einfach hierher in Deutschland, und klauen unsere Ziegen. Meinst du, die machen Bushcrafting, dass die Bushcrafting betreiben bei uns? Die bauen aus die Wälder aus und dann übernehmen sie unsere Städte, die Österreicher. Kann das so passiert sein? Die buddeln sich einen Tunnel zu uns und dann. Das sind die Asiaten, das sind die Chinesen. Die einmal runterbuddeln und dann kommen die dann raus bei uns. Hast du das früher geglaubt als Kind? Wenn du die Comics gesehen hast oder die. Echt? Zeichentrick? Ja. Wenn man reinbuddelt, kommt man in China wieder raus? Ja, wirklich. Echt? Ja. Ich meine, ich war schon ein sehr beschränktes Kind. Also schon ein sehr beschränktes, behindertes, zurückgebliebenes Kind. Aber ich war auch beschränkter, glaub mir. Aber ey, da habe ich mir gedacht, was zur... Habe ich nie... Nie. Aber reden wir so von 3 oder 4, ja, also ja. Nee, ich glaube schon, dass das mit 18 bei dir immer noch der Fall war. Nein. Dass du da immer noch Kinderserien schaust. Mit 18 habe ich dann angefangen, selber Löcher zu buddeln, weißt du? Weil ich nach China wollte.
Wie viele Löcher hast du in deinem Leben jetzt schon gebuddelt, Pixar? Viele, viele. Wie aber viele Löcher hast du gefüllt? Ich kam nie tief. Auch viele, aber ich kam nie tief. Aber alles sehr oberflächlich. Oh mein Gott. Pass auf, Pixel, du bist ein Serienmörder, hast du gerade zugegeben. Vielleicht wurde ich auch verarscht. Oder reden wir gerade über was anderes? Ich gehe davon aus, dass du ein Serienmörder bist. Über was hast du jetzt gedacht, reden wir? Über Löcher buddeln. Okay, Rudi ausbuddeln? Nein, nicht ausbuddeln. Einbuddeln, Rudi einbuddeln. Achso, komm, wir waren ja im Supermarkt. Verdammt, wir sind schon wieder so abgetriftet. Aber buddeln und China. Wir sind jetzt in China rausgekommen. Gut, dann waren wir jetzt in China. Keine Ahnung, diese Zeichen sind bestimmt chinesisch. Gucken wir jetzt uns einfach mal rein. Oh, das hört sich keine Ahnung wie an, ist mir egal. So, hier sieht man, wie er seinen Baguette-Turm hat. Sich eingebaut hat. Ja, wie kann man ein Zelt übersehen? Ja, aber das irgendwo hinten versteckt haben, wo keiner hingeht. Keine Ahnung, hier wahrscheinlich hinter der Treppe. Das ist schon... Vor allem, du hast ja den ganzen Tag, hast du ja Krach. Mhm. Boah, was machst du, wenn du pissen... Na gut, du kannst ja einfach hinten rauslaufen und aufs Klo gehen. Sieht da ja keiner. In die Flasche pissen. Naja, du kannst ja einfach rauslaufen, sieht doch keiner. Musst halt nur aufpassen. Macht doch keiner. Es war übrigens nicht der erste Fall, in dem sich ein Mann in ein Einkaufszentrum für Häusliche eingerichtet hat. Ende Oktober 22 wurde ein Mann namens Michael Townsend, ein Künstler aus, ein Künstler, weil er sich im Supermarkt bewohnt, ist ein Künstler aus den USA von Sicherheitspersonal in einer nicht mehr genutzten Wohnung unter einem Einkaufszentrum. Oh Gott, das ist ja überhaupt nichts. Das ist ja uninteressant. Wir hatten den Artikel geschrieben, Simone schon wieder. Simone, Junge. Aber diesmal hat Simone kriegt jetzt hier, kriegt wahrscheinlich ein gutes Honorar. 25% wahrscheinlich von den Awards kriegt sie jetzt hier. Fast 11.000. Naja, sag mal 10.000. So gut war es jetzt auch wieder nicht. Können wir nicht hier. Simone hat's drauf. Müssen wir Simone beobachten jetzt. Kommt jetzt auf die Liste. So. Vogelbandit geschnappt. Gangster überfiel Geschäft mit Papageien auf der Schulter. Hat nur 941 Aufrufe. War doch nicht so interessant. Der Papageienmann. Hier sieht man auch Pirat, oder? Ja, kann man Pirat nennen. Aber wahrscheinlich Vogelmann. Vogelbandit. Flüchtige Räuber fassen. Ist dir mal aufgefallen, wenn du jetzt einen Artikel liest, egal ob es in der Zeitung ist oder nicht. Angenommen, ich schreibe jetzt rein, Pirat bla bla bla. Pirat geschnappt. Gangster bei viel Geschäft mit Papageien auf der Schulter, ja? So. Mhm. Dann wirst du im ganzen Artikel nichts mehr über Pirat sehen. Weil die dürfen nämlich nur, oder was heißt die dürfen? Die benutzen nur ein Wort. Und dann umschreiben sie gewisse Sachen dann halt wieder, dass dasselbe Wort ergibt. Ist mal aufgefallen? Ja. Auch bei Fußballern. Ist ganz schrecklich. Das siehst du aus dem Namen von dem Fußballer und dann schreiben die irgendeiner anderen den Künstlernamen oder was weiß ich. Nummer 7. Wie mit Cristiano Ronaldo. Sowas. Das ist übel. Komplett. Ja, Journalismus ist behindert. Komplett gestört. Mache aber nicht irgendwie alle Zeitungen, aber ein paar machen das echt noch. Mit gezücktem Messer habe der 25-jährige Bargeld gefordert und seinen nach Raub in einen blauen Scheiße geflüchtet. Er hatte einfach nur so ein lustiges Papageien-Ding an. Mehr war da nicht. Das sieht aus wie Jack Sparrow. Du, woran es mich das daran erinnert? Mit diesen Umschreiben in der Schule gab es auch mal im Deutschunterricht, dass nicht zu viele Wiederholungen in einem ich Satz oder in einem Text Herz haben soll, als weißt du? Wiederholung, was? Nicht so viele Wiederholungen. Also ein Wort, was sich zu oft wiederholt. Oder Penis! Triple Penis! Schwanz in den Mund, was? Ja, stimmt, Schwanz in den Mund statt Penis ins Gesicht. Schwanz in den Mund und ein, hat aber ein Schwanz. Mund voll Sahne. Weil hat aber Schwanz Bonbons hört sich besser an als hat aber Penis. Okay, hat aber Penis ist auch gut. Hat aber irrigierter Fötus. Es hört sich auch nicht verkehrt an. Ich glaube, wir nennen einfach unsere Show hart, aber ungerecht.
Oder? Passt doch, oder? Wir sind ziemlich ungerecht mittlerweile. Hart, aber herzlich. Nee, herzlich ist nicht gut. Das ist ungerecht finde ich besser. Weil das spiegelt ja eigentlich wieder die Negativität und unseren Hate Speech wieder, die Leute nicht verstehen, die uns das erste Mal schauen, weil sie ein kontaminiertes Gehirn haben. Ein kontaminiertes Echsen-Otterkin-Hirn. Mit Overdress und Pimmelzugabe. Also eine enge Hose mit Pimmeln. Eine enge Hose mit Pimmeln. Eingeklemmte Nüsse. Wollen wir das in Duden? Eingewachsene Pimmelhosen. Warte mal, wie geht denn das? Eine eingewachsene Hose? Eingewachsene Pimmelhose. Oh der Gott, das ist mir zu kompliziert. Ich war daraus nicht schlau. Das sind schon wieder Bilder in meinem Kopf. Wir sollten Philosophen werden über Dünnpfiff. Warum, also Leute, die sich im Gesicht tätowieren lassen, was sagen wir darüber, Pixel? Was sind das für Menschen? Arbeitslos. Drogendealer? Definitiv. Mörder? Oh, heutzutage Influencer? Kindergärtner? Influencer? Ich stell mal vor, YouTuber. so einer kommt dir entgegen und nimmt dein Kind hier. Twitch-Streamer. Es gibt ja einen Twitch-Streamer, ja, der ist ja zu tätowiert. Ja, die sind aber auch alle... Die haben aber alle keine sozialen Kontakte, wenn du mal siehst. Das ist so krass. Boah. Das ist so krank. Gut, also, ja, wenn du jeden Tag vor Twitch sitzen musst, das kannst du sowas auch gar nicht haben. Die haben soziale Kontakte mit sich selbst. Weißt du? Mit ihrer linken und rechten Hand. Das gefällt mir. Ja, Gangster über viel Geschäft. So haben wir noch. Ach ja, ich habe ja noch was versprochen von letzter Woche. Ja. Ja, es ist nicht immer so, dass wir hier Sachen versprechen und nie einhalten. Wir hatten hier unseren Livestripper, Bodybuilder. Pass auf hier. Ich muss, lass mal kurz. Ja, ich lass mal die Musik kurz einlaufen. So, da hört er dieses. So, müssen wir ein bisschen. Ich kann bei Instagram nicht mehr spulen. Ich habe eine Nachricht bekommen. Das ist bestimmt wieder Hate Speech. Gucke ich mir jetzt nicht an. So, und dann siehst du, wie er jetzt hier seine Bodybuilding-Kur. Kur gibt's ja auch nicht. Und dann ändert die Mucke. Ja, ich kann es nur einmal ganz kurz ansehen. Der läuft jetzt, der Sex ist in da, ganz Ostdeutschland, zeigt seine Klitoris, denn er ist schwul und präsentiert sich jetzt auf den Contest. Und jetzt das Video. So, da habt ihr jetzt immer diesen Ohrwurm. Und dann schwingt er sein, vor allem im Stöckelschuhen schwingt er seinen Schwengelarsch. Ist ja okay, aber warum machen Leute nun, benutzen immer alles als Bühne? Um zu sagen, hey, gut, Bodybuilding ist ja, ist Homosexualität mehr oder weniger verpönt, aber das macht's jetzt auch wieder und weiß nicht. Das kriegst du halt, das Problem ist halt bei Bodybuilding, das kriegst du halt nicht aus den Köpfen der Leute raus, weil die geistig limitiert sind. Ja. Das wirst du niemals rauskriegen. Weil die meisten, die diesen Sport betreiben, sind halt Spastis. Ist so. Mir auch egal, ich rechtfertige mich dazu nicht mehr, Punkt. Sind halt Spastis. So, und dann hat er jetzt einfach dagegen demonstriert. Naja, was heißt demonstriert? Mal gucken, wer runtergeschrieben. Könnte man so sagen, oder? Ist es vielleicht eine Art Auflehnen? So, guck mal, es gibt auch Bodybuilder, die anders sind. Also vom Mindset und was anderes darstellen wollen. Hey, pass auf. Ich kann mal vorlesen. Ich weiß es nicht, Pixel. Ich wollte die Grenzen zwischen hypermaskulin Bodybuilding-Posing und super femininen Bikini-Performance aufbrechen und vermischen. Das ist schon echt schwul. Aber weil ist okay. Selbst die weiblichen Bodybuilderinnen, ne, nicht so eine Shows haben, also jetzt so wie er. Oh, das ist einfach nur, weiß ich nicht. Mittlerweile musst du einfach nur irgendeine Scheiße machen und dann Hauptsache du bist anders als, ich bin anders wie die anderen Kinder. Okay, lass uns drüber berichten, er ist anders wie die anderen Kinder. Ich glaube auch, das ist Werbung. Also PR, ja klar. Nee, glaube ich. Na, ja, klar. Ja. Ist ja jetzt nichts Schlechtes. Um Preis. Hat auch eine schöne Figur. Das ist toll. Ich wollte etwas Neues probieren und neue Fähigkeiten erlernen. Unter anderem, um Athletinnen besser betreuen zu können. Rede einfach mit den Athletinnen. Nee, aber er wollte einfach, glaube ich, auch nur in die Schneise reinschlagen von diesen ganzen maskulinen Idioten-Bodybuilder, die sowieso hier, keine Ahnung, weißt du ja selber.
Posting ist für mich eine Kunst, eine Form des Tanzes. Ich möchte jeden dazu ermutigen, sich viel Zeit dafür zu nehmen. Ja, dann mach's ordentlich, weil das sind halt nicht die Regeln. Man kann Pro und Kontras geben, unabhängig von seiner Sexualität. Ist mir auch echt scheißegal. Daniel Kleitner, für ein lächelndes Gesicht im Publikum. Hat das Flirten mit den Zuschauern leichter? Daniel Gildner. Dildo Gleitner. Wer kennt ihn nicht? Er kennt ihn nicht, dass der noch lebt, der Typ, oder? Oh Gott, ey. Gott, dieser Typ. Ist ja egal. Wunderschöner, ist ja ein wunderschöner V. So, da haben wir euch das jetzt nachgereicht. Aber das reicht uns jetzt nicht. Ich brauche jetzt erstmal einen Arsch. Miri war wieder am Arschen. Aber ich muss sagen, diesmal in der Hose hat sie einen guten Arsch. Wir haben viel zu wenig Arsch letzter Zeit gezeigt. Mir wurde geschrieben, wo sind die Ärsche? Ist ja gut, beruhigt euch, wir haben wieder Ärsche. Na, die zwei hängen euch in den Ohren. Ja, ich muss sagen, die zwei Miri, ja, die hängen euch auch in den Ohren. Ja, da läuft die ganze Zeit Sapper von unseren Arsch, von den Zuschauern, die da drauf sappern und draufklatschen. Aber Miri wurde sich mal wieder gewünscht. Wir sollen Miri bitte nicht verbannen. Guck mal. Da habe ich gesagt, gut. Ja. Ja, und am Ende sind wir jetzt wieder frauenfeindlich, weil wir jetzt wieder Frauen zeigen, die Ärsche haben. Gut, wir wenn ich deswegen frauenfeindlich bin, dann bin ich es gerne. Wenn ich mir gerne einen Po anschaue. Ja. Gerade einen Mann gesehen, der auch Arsch hatte. Ja, wir mussten jetzt eine Gleichberechtigung, wir mussten jetzt wieder Frauen mit Arsch zeigen. Ja, und wenn wir jetzt nur noch Männer mit Ärschen zeigen, dann sind wir dann Schwule. Ist ja kein Problem. Aber es ist halt komisch, wenn ich mir Männer mit Ärschen angucke, bin ich halt einfach nur schwul. Und wenn ich mir Frauen mit Arsch angucke und sage, der hat einen schönen Arsch, unabhängig vom Geschlecht, wenn ich das sage, außer es ist bei einer Frau, bin ich frauenfeindlich. Was wolltet ihr? Soll ich jetzt schwul sein oder frauenfeindlich? Sucht euch was aus. Vielleicht auch halb schwuler Frauenfeind. Ich bin der halb schwule Frauenfeindler. Ey! Man kann es dann aber begründen. Lass uns das auf T-Shirt drucken. Halb schwuler Frauenfeindler. Alter, ich kann nicht mehr. Pass auf, Pizza. Gebe ich mir nicht, ey. Das wäre eigentlich ein guter Videotitel. Halb schwuler Frauenfeindler. Aber ich glaube, nee, das passt nicht. Wir müssen ja irgendwas mit More Promotion machen. Heute ist More Promotion Tag. Ich wäre traurig. So, jetzt hat man Miri. Was hat man noch? Oh, hier Adblock, YouTube, wisst ihr eigentlich, glaube ich, Bescheid. Oder das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen beobachten, bevor wir da jetzt drüber nochmal... Wir müssen mir nochmal ein bisschen angucken, was jetzt kommt auf uns zu. Weil YouTube ja die Adblocker, verurteilt und euch eventuell die Zugriffsrechte auf die Videos sperrt dann. Kann passieren, weiß ich noch nicht, wo es hingeht. Da werden wir dann mal genauer drüber reden, wenn es dann wahrscheinlich soweit ist. So, oh ja, warte, haben wir noch eins, zwei? Ja, wir haben noch einen Rothaar-Spasti. Der ist kein Spasti. Da ist, egal, wir gehen zur Pizza. Eklig oder genießbar, Pizza Hut bringt diese ungewöhnliche Pizza auf den Markt. Schlangensuppe auf einer Pizza. Ob das auch hierzulande funktionieren würde, Pixel? Schlangensuppe. Suppe! Mit Würstchen im Rand. Guck mal, das würde ich eigentlich geil finden, oder? So eine Salami, obwohl im Rand... Da muss aber mit Käse noch, oder? Käse und Würstchen, mega. Oh Gott, dann hast du dann 4000 Kilokalorien und da musst du ja wirklich danach kotzen. Naja, 2000, anderthalb bestimmt. Diese Pizza hat so viel Kalorien, sie bringt dich definitiv zum Kotzen. Ich weiß gar nicht, so Fleisch und Käse im Rand Pizzen, die kann man ja kaufen. Die haben Du belegst auch deine Doppelkäse-Pizza mit Doppelkäse, oder? Und Butter. Oh, also Butterstücke. So ganze Butterstücke. So richtig. Oh Gott, das ist. Pizza hat Hong Kong Kong Hong. Kong Hong. Macau. Oh, pass auf, schmeckt guten Appetit. Ja, kann ja sein. Ich mein, Schlangenfleisch soll extrem geil schmecken. Soll gut schmecken. So, pass auf, aber was ich absolut ekelhaft finde: Oreo. Oreo-Pizza. Ey Leute, bitte, warte, ich mache ja eigentlich nie Triggerwarnung. Weil ich halte das immer so, wenn im Podcast Triggerwarnung kommt für hier könnte dies und das passieren. Die meisten wissen, was passiert, weil sie den Podcast schon lange schauen. Aber ich spreche hier wirklich immer eine echte Triggerwarnung aus. Wer noch was essen möchte, also mir kommt's hoch. Ich, ich,
Wenn ich das sehe, vergeht mir echt der Appetit. Da guckt jetzt bitte nicht hin. Moment, kann ich die Mucke hier ausmachen? Ich will hier keine Mucke haben, oder? Webseite stummschalten. So. Was sind das für Stücke? Ist es Rosmett da drauf? Ich kotze gleich. Ich finde das so abartig. Ist da Hackfleisch drauf? Oh, es ist, ich weiß es nicht, was da drauf ist. Mir wird übel schlecht. Tintenfisch. Du fuck, Alter. Oh Gott. Warte mal. Oh, ich brauche Schweinefleisch. Oh Gott, das fehlt mir. Oh, ja, Pixel. Ich weiß nicht, was sie da kreiert haben, ob die wollen, dass deren Kunden schlecht wird oder so, aber. Taiwan, ist eine richtige Schweine. Hatte damals eine Kreation mit Oreos, Kalmari, also dem Fisch, Kalamari, frittierten Hähnchen und Weihnachten Tempura-Zutaten. Also nach japanischer Tradition frittierten Lebensmitteln wie Tintenfisch. Na, lecker. Oh. Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Was machst du? Oh ne, ich will das nicht nochmal gucken. Ja, in Deutschland hat man ja diese... Ich muss es wegmachen. Diese Schoko... Pizza ja gefeiert, weißt du? Warte, ich kotze gleich. Entschuldigung, mich hebt's gleich. Ich krieg da echt... Oh, ich kann mir das nicht angucken. Ich brauche noch irgendwas Gutes. Nee, gut. Nee, komm, wir lassen es sein. Komm, wir gucken uns nichts mehr an. Okay, nee, ich habe den Jungen noch beneidigt. Der hat Tourette. Ich habe Tourette, du Fotze. So. Ach so. Ja, der kann dafür nichts. Der hat Tourette. Ein Turek. VW. Opel Turek. Wer kennt ihn nicht? Der beleidigt halt einfach die Leute hier. Ich muss auch mal meinen Opel AMG in die Werkstatt bringen mittlerweile. Ich muss auch aufpassen. So, warte mal, guck mal das so an. Ein Tuaret. Oder ein Duracell-Red. Duracell-Red, die neuen Batterien, die dich beleidigen. Ich bin leer, du Arschloch! Lad mich auf, Fotze! Ich beneide dich. Das wäre geil. Ich will auch so, ey, lass uns das Alter so Duracells, die dich beleidigen. Duracell-Tourette-Edition. Geil. Lad mich auf, du Fotze! Da? Hast du auch getrennt, den Müll? Werf mich da nicht rein, ich bin Sondermüll. Oh Gottes Willen, Alter. Komm, wir gucken uns das an. Ach, hier, warte, Stummschalter. Yeah, have a good one, yeah. Back to the farm, you pig. Sorry, Ben. Pig. Schweinhund. 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 I hate pigs in wigs that drive cars. Baldy and a fatty walking to a bar. Beautiful looking milf. I'll take two. Hey, yeah. Beautiful looking milf. Squeeze. Yeah? Happy with that? Good! Perfect, geil. Sweetheart, thanking you. Like a new man. So, du bist eine wunderschöne Frau. Oh. Mach dich raus. Lesbian postman. Must like it in their slot. Sorry. Oh, don't we? Love you, Dykes. Lesbians for life, bitch. Ich find's gut. Hey! Ich brauch das auch, ey, du hässliches Stück Streck. Also, jetzt. Einfach so. Er zaubert den Leuten Lächeln ins Gesicht. Das ist doch was Schönes. Sehr geil. Ich würde das auch gern tun. Wir brauchen mehr Leute mit Tourette im Leben. Ne? Tourette bereichert. Schwanz in die hässliche Fresse deiner Nachbarin. Was? Sehr unterhaltsam, jedenfalls. Irgendwann wirst du dann wirklich so. Also wenn du das die ganze... Ey, ohne Scheiß, wenn du das die ganze Zeit machst... Immer solche Lücken im Kopf und dann einfach austrichst, dann kriegst du den Scheiß dann auch. Also klar, du könntest es eigentlich unterbinden, aber das ist dann für dich normal, wie einfach kacken zu gehen. Genau, einfach nicht die Sachen, die man so zwischenzeitlich im Kopf hat, unterdrücken, ne? Sondern rauslassen. Oh nee, das kannst du jetzt auch nicht hier. Also nächste Woche haben wir 40 weniger Zuhörer, weil sie irgendwie in Einzelhaft, Untersuchungshaft sitzen. Hör bloß auf damit, hören nur Geisteskranke zu. Naja, man muss nur sagen, man hat Tourette, oder? Wer hört das schon? Welches geisteskranke Wesen? Das sind gute geisteskranke Wesen. So, da haben wir heute alles fertig, weil ich bin jetzt hier, ich bin fertig und ich... Der muss nämlich Pippi, ganz dringend, Flexiboy. Ja, ich piss mir jetzt einfach ein. Ich habe mir vorhin schon am Anfang der Show eingepisst, das ist schon wieder kalt und fast getrocknet.
Aber ich will jetzt nicht nochmal warm pissen. So. Wichst du, hast du noch abschließende Worte? Es ist feucht in der Hose. Mach auf die Dose. Ja. Nee, es ist. Ja, okay, wir moderieren jetzt ab. Reingehauen, wiedersauen. Bis nächstes Jahr. Nee, nächste Woche. So. Ich hab euch alle lieb.